Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuerscheinungen vom März für euch und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, wie immer vorweg, ich nenne euch die Daten der Bücher für die richtigen Bücher. Die E-Books erscheinen schon immer teilweise 4 Wochen früher, das heißt, es kann sein, dass die E-Books zum Zeitpunkt dieses Videos schon erschienen sind. Schaut da auf jeden Fall mal nach und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mit den Neuerscheinungen. Da der März der Buchmesse-Monat ist, kommt natürlich wieder extrem viel raus. Ich habe mich jetzt hier einfach mal auf die Bücher konzentriert, die ich persönlich natürlich wieder lesen würde. Und es sind viele Fortsetzungen da dabei. Und ja, es sind viele Bücher dabei, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Beginnen wir gleich mit dem 1. März. Am 1. März erscheint der 9. Teil der Elemental Assassin-Reihe. Und das ist Spinnenherz von Jennifer Estep. Ich habe bis zum 4. Teil gelesen. Genau, der 5. und 6. liegt hier noch. 7. und 8. müsste ich mir noch kaufen, inklusive dann dem 9. Aber ich komme irgendwie im Moment nicht dazu, die Reihe weiterzulesen. Ich weiß nicht, der 5. Teil ist ja, glaube ich, der letzte Teil der ersten Staffel. Und ab dem 6. Teil, ich gucke immer da hoch, weil die da oben liegen. Und der 6. Teil ist ja der erste Teil der zweiten Staffel, glaube ich. Deswegen haben die dann auch da die Cover gewechselt. Ich möchte sie auf jeden Fall irgendwann fortsetzen. Deswegen habe ich mir natürlich mit aufgeschrieben, dass Spinnenherz am 1. März erscheint. Machen wir weiter mit dem 2. März und auch hier kommt eine Fortsetzung raus und zwar der 2. Teil von Diabolik und da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Diabolik war letztes Jahr ein Jahreshighlight von mir und ja, ich werde euch hier nicht vorlesen, worum es im 2. Teil geht, denn ich möchte mich selber nicht spoilern. Ich habe noch nichts gelesen über den 2. Teil und ich möchte da auch nichts drüber lesen. Deswegen werde ich euch an dieser Stelle auch nichts weiter dazu sagen, aber ich freue mich so auf den 2. Teil von Diabolik und ich bin so gespannt, wie es mit Nemesis weitergeht. Oh, ich freue mich so. Dann kommt am 9. März der 3. Teil einer Trilogie heraus und zwar ist das das Reich der 7 Höfe, 3 Sterne und Schwerter oder Schwerter und Sterne. Ich weiß gerade nicht mehr, wie rum. Auf jeden Fall freue ich mich schon so unglaublich auf diesen 3. Teil. Und ja, der 2. Teil war ja auch definitiv ein Jahreshighlight von mir. Es war definitiv, glaube ich, sogar das beste Buch, was ich 2017 gelesen habe. Ich finde die Geschichte einfach so unglaublich toll und ich freue mich jetzt auf den Abschluss dieser Trilogie. Aber wir verlassen ja die Welt von Feya und Rhysand damit noch nicht. Es soll ja noch ein Spin-off geben, wo es um einen der Nebencharaktere geht. Ich habe keine Ahnung, um wen es gehen soll. Ich habe davon noch nichts weiter gehört, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir diese Welt dann noch nicht ganz verlassen müssen. Und auch zu Das Reich der 7 Höfe 3 werde ich natürlich zum 3. Teil nichts verraten, denn auch ich möchte mich hier natürlich nicht spoilern. Aber ich freue mich so auf den 3. Teil. Wuhu! Ich bin so happy. Und ich habe überlegt, ob ich, wenn ich das Buch gelesen habe, mit Sina zusammen, ob wir nicht ein Hangout machen wollen, wo wir über die Reihe mal quatschen können. Also wo wir uns komplett über alle 3 Teile auslassen können und wo wir über alles diskutieren können. Dieses Hangout können dann natürlich nur Leute gucken, die die 3 Teile auch gelesen haben. Aber ich denke, es gibt ziemlich viele Sarah J. Maas Fans da draußen. Deswegen schätze ich mal, dass wir das bestimmt machen werden. Also falls ihr Bock auf so ein Hangout habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Das Reich der 7 Höfe 3. Juhu! Dann ebenfalls am 9. März kommt ein neues Buch von Ava Reed. Und zwar heißt das, jetzt muss ich nochmal abspicken, Die Stille meiner Worte. Und ich werde euch hier mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Ich finde, das klang sehr, sehr gut. Und ich habe ja Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed gelesen. Und ich mochte ihre Art, Geschichten zu erzählen, total. Sie hat so einen ganz tollen Schreibstil einfach. Und ja, ich finde, Die Stille meiner Worte hört sich auch richtig gut an. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Hannah hat ihre Worte verloren, in der Nacht, als ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen? Niemand kann das. Egal, was Hannahs Eltern versuchen, sie schweigt. Um Izzy nicht loslassen zu müssen, schreibt sie ihr Briefe, schreibt und verbrennt sie, immer wieder. Hannah kann der Stille ihrer Worte nicht entkommen, bis sie Levi trifft, der mit aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich finde, Ava Reed hat einfach einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie es sehr gut hingekriegt hat, so eine Geschichte zu schreiben. Und deswegen habe ich mir Die Stille meiner Worte auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, wie gesagt, dieses Buch erscheint am 9. März. Das nächste Buch, was ich noch rausgesucht habe, erscheint auch noch am 3. März. Und zwar ist das Never Never von Colleen Hoover und Taryn Fisher. Ich werde euch auch hier mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Charlize, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Eltern, wachen auf und erinnern sich an nichts. Beide Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser, wer? Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun?
Und dann geschieht es erneut. Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas ohne Erinnerung an all das, was zuvor war und ohne Charlie. Denn sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Und ich finde, auch das klingt eigentlich mal ganz interessant. Das ist mal ein bisschen was anderes vom Ansatz her von der Geschichte. Und ja, ich habe mir Never Never von Colleen Hoover deswegen auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und wie gesagt, es erscheint ebenfalls am 9. März. Die nächsten beiden Bücher sind wieder Fortsetzungen. Die erste Fortsetzung erscheint am 14.03. und ist der zweite Teil von Size. Und ich weiß gerade den Untertitel nicht, aber es ist ja auch egal. Aber die haben das Cover nochmal geändert, oder? Ich habe vor kurzem noch das Cover zu Size 2 gesehen. Das sah genau aus wie das erste, nur in Blau mit Schwarz. Und jetzt sieht es so aus. Ich war etwas irritiert erstmal, wo ich die vorhin rausgesucht habe, die Cover, und dachte so, hä? Okay, hat der Verlag also nochmal das Cover geändert. Ist ja nicht schlimm, ich finde das Cover auch ganz cool. Und ja, der zweite Teil von Size erscheint am 14.03. Ich werde auch hier nichts weiter zu sagen, denn ich möchte mich selber nicht spoilern. Ich habe den ersten Teil ja inzwischen zu Hause, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Deswegen schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall auf Size schon sehr, sehr gespannt. Und die zweite Fortsetzung erscheint am 19. März und ist der dritte Teil von Götterfunke. Und zwar Verliere mich nicht, und auf den freue ich mich schon richtig, richtig doll. Ich möchte auf jeden Fall gucken, dass ich mir das Buch dann gleich noch holen kann und dass ich die Geschichte damit beenden kann. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht und was am Ende passiert. Und ich freue mich so. Bin so happy, dass dieses dritte Buch jetzt auch endlich erscheint und ich damit wieder eine Reihe beenden kann. Ich bin so froh. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Dann habe ich noch ein Buch rausgesucht, was ebenfalls am 19. März erscheint und ist der erste Teil einer Reihe wieder. Und zwar heißt dieses Buch Palace of Glass. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Stellen Sie sich vor, London wäre ein Ort, an dem Tugend und Angst regieren. Ein hartes Gesetz untersagt den Menschen, die Haut eines anderen zu berühren. Denn die Bevölkerung und insbesondere das Königshaus fürchten die Gefahr, die von den sogenannten Magdalenen ausgeht. Menschen, deren Gabe es ist, die Gedanken anderer durch Berührung zu manipulieren. Die junge Rhea zeigt so wenig Haut wie möglich. Einzig während illegaler Faustkämpfe streift sie ihre Handschuhe ab. Doch wie kommt es, dass die zierliche Kämpferin ihre körperlich überlegenen Gegner stets besiegt? Und warum entführt sie der britische Geheimdienst? Bald erfährt Ray, dass sie das Leben des Kronprinzen beschützen muss. Doch am Hof ahnt niemand, dass sie selbst sein größter Feind ist. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie der Dystopie meets Urban Fantasy. Mal schauen, wie das Ganze so ist. Ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und wie gesagt, erscheint tut das Ganze am 19. März. Das nächste Buch erscheint am 21. März und heißt Vertrauen und Verrat. Erscheint im Carlsen Verlag. Und ja, ich finde auch hier, dass es sich ganz, ganz interessant anhört. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Mit einem Mann verheiratet zu werden, den sie noch nie getroffen hat, für Sage der absolute Albtraum, doch Tradition im Reich Demora. Um dem zu entgehen, beginnt Sage eine Lehre bei einer Kupplerin und begleitet 10 junge Damen aus adeligem Haus zum großen Verkupplungsball. Ihre Aufgabe ist es, die Bräute und die Soldaten, die auf der Reise für ihre Sicherheit sorgen, zu bespitzeln. Denn im Reich braut sich ein Krieg zusammen. Schon bald findet Sage sich zwischen den Fronten wieder. Und sie, die nie heiraten wollte, stolpert geradewegs auf eine große Liebe zu. Doch wem kann sie wirklich trauen? Und ich finde, das klingt wieder nach einem richtig schönen Jugendbuch mit so einem ganz typischen Ansatz. Und ich finde, das klingt wieder nach einem richtig guten Jugendbuch. Und ja, deswegen habe ich mir Vertrauen und Verrat auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und wie gehen wir weiter mit dem 29.03. Das sind jetzt noch 4 Bücher, die ich mir da aufgeschrieben habe. Das heißt, alle Bücher, die jetzt noch kommen, erscheinen am 29. März. Und das erste Buch ist Glanz der Dunkelheit. Das ist der 4. Teil der Chroniken der Verbliebenen und damit auch der Abschluss dieser Tetralogie. Wir lesen diesen Monat den zweiten Teil, also wir sind Annika und Klein Sina. Hallo! Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Der erste war ja absolut nicht mein Fall, also der war ja, der hat sich für mich gezogen wie Kaugummi und ja, war jetzt nicht unbedingt meins. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie mir der zweite Teil gefällt. Wenn mir der zweite Teil überraschenderweise gut gefällt, werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Wenn der zweite Teil jetzt für mich genauso weitergeht wie der erste, ihr wisst, rigoroses Abbrechen an Reihen, dann wird diese Reihe aussortiert und dann werde ich das nicht weiterlesen, weil ich möchte meine Zeit nicht mehr verschwenden. So ist das. Dann auch noch mit erscheint Afterwork, das neue Buch von Simona Arnstedt. Ich liebe ja die Only One Night Reihe von Simona Arnstedt und freue mich dann schon sehr und freue mich deswegen schon sehr auf ihr neues Buch. Wie gesagt, Afterwork heißt es und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Stell dir vor, du triffst einen Mann in einer Bar und er ist heiß und sexy und interessant. Stell dir vor, du erzählst ihm alles von dir. Und du küsst ihn. Dann stell dir vor, du kommst am nächsten Morgen ins Büro. Und er ist dein neuer Chef.
Und ich finde, dieser Ansatz der Geschichte klingt schon wieder ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass Simone Arnschütt da was ganz, ganz Tolles draus gemacht hat. Und deswegen möchte ich Afterwork auf jeden Fall haben und lesen. Und ja, habe es mir deswegen natürlich mit aufgeschrieben. Und werde euch dann natürlich, wenn ich es gelesen habe, berichten, wie es mir gefallen hat. Dann habe ich für mein Raussuchen noch ein Buch von Vanessa Sangu entdeckt, was im Lux Verlag auch erscheint. Und ja, habe gedacht, ich zeige euch das Ganze auch einfach nochmal mit. Und zwar heißt es Cold Princess. Da geht es um eine Mafia-Familie. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Es ist, glaube ich, auch eine erotische Geschichte. Würde ich jetzt einfach mal pauschal so sagen. Und zwar geht es in diesem Buch um Folgendes. Er ist nicht bei ihr, um sie zu beschützen. Er ist bei ihr, um sie zu töten. Als Erbin einer der mächtigsten Mafia-Familien der Welt darf ich Saphira de Angelis keine Schwäche erlauben. Seit sie mit ansehen musste, wie ihre Familie bei einem Attentat ums Leben kam, regiert sie stark, unnachgiebig und furchteinflößend über ihre Heimatstadt Palermo. Einzig für Maddox Caruso, neuestes Mitglied ihrer Leibwache, hegt sie tiefere Gefühle, als sie sich selbst eingesteht. Die zerstörerische Energie, die ihn umgibt, zieht Saphira mehr und mehr in seinen Bann, ohne zu ahnen, in welcher Gefahr sie sich damit begibt. Düster, sexy und voller Intrigen, schreibt Mona Kasten dazu. Ja, und ich finde, das klingt eigentlich auch ganz interessant. So Mafia-Geschichten sind ja auch immer mal ganz cool. Deswegen habe ich mir Cold Princess auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, wie gesagt, erscheint auch mit am 29. März. Und damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video. Und das ist ein Buch, auf das ich mich so mega doll freue und was ich auf jeden Fall haben muss. Und was ich mir auf jeden Fall gleich kaufen werde, wenn es erscheint am 29. März. Und zwar ist das der erste Teil der neuen Reihe von Sarina Bowen, der Ivy Years Reihe, Bevor wir fallen. Also in Amerika gibt es, glaube ich, schon 9 Teile zu dieser Reihe. Bei uns kommt sie ja jetzt erst raus. Aber nachdem ich ja die Vermont-Reihe von Sarina Bowen gelesen habe, freue ich mich so unglaublich auf die Ivy Years Reihe. Es glaubt ihr gar nicht. Und wie gesagt, Bevor wir fallen, ist der erste Teil. Auch hier hat der Verlag nochmal das Cover geändert. Anscheinend sind Blümchen jetzt gerade angesagt, denn vorher das alte Cover, weiß ich noch, da waren auch ein junges Pärchen auf dem Cover von drauf. Wie gesagt, jetzt sind es auch Blumen, wie bei Berühre mich nicht. Anscheinend ist das der neue Trend, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Und ja, auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Die Liebe kann dich heilen, aber auch zerstören. Wegen eines schweren Sportunfalls muss Corey Callahan das College im Rollstuhl beginnen. In ihrem Wohnheim trifft sie Adam Hartley, einen sexy Eishockeyspieler, der sich das Bein gebrochen hat und wegen seiner Krücken im benachbarten, barrierefreien Zimmer untergebracht wurde. Gott, dieser Satz war mega lang. Ein Glücksfall, denn Adam behandelt sie als einziger ganz normal. Corey entwickelt schnell Gefühle für Adam, die über enge Freundschaft weit hinausgehen. Aber Adam hat eine wunderschöne Freundin und gegen die hat Corey in ihrem Rollstuhl doch sowieso keine Chance. Das ist die Inhaltsangabe von Bevor wir fallen und ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Oh, ich freue mich schon so. Ich freue mich so auf dieses Buch, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin so happy, wenn der 29. März ist und dieses Buch erscheint. Denn wie gesagt, die Vermont-Reihe gehört auch definitiv mit zu meinen Jahreshighlights. Gerade der zweite Teil, Sophie und Jude. Er war so gut. So unglaublich gut. Und Sarina Bowen schreibt so tolle Geschichten. Deswegen freue ich mich dann schon, wenn Bevor wir fallen am 29. März erscheint. Das waren meine Neuerscheinungen für den März. Es kommen, wie gesagt, noch 1000 andere Bücher raus und ich habe bestimmt auch keine Ahnung, wie viele Bücher übersehen. Aber das waren jetzt die Bücher, auf die ich erstmal aufmerksam geworden bin, wo ich auch weiß, dass ich rein fortsetzen möchte. Und ja, falls ihr noch Bücher habt, die im März erscheinen, wo ihr sagt, das musst du dir unbedingt angucken, schreibt sie wie immer gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.